Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu PHP. Heute geht es nochmal um Datenbanken und an der Stelle möchte ich jetzt ganz dringend euch darauf hinweisen, ihr solltet euch meine SQL-Videos angucken. Dort erfahrt ihr, wie diese ganzen Statements zustande kommen. Ich werde hier nicht nochmal alle erklären. Ich werde genau genommen nur zeigen, wie man in PHP ein MySQL-Statement ausführt, beziehungsweise ein SQL-Statement, wenn man es genau nimmt. Genau. So, was machen wir also heute? Wir wollen uns mit der Datenbank verbinden. Hier habe ich euch schon mal letztes Mal gezeigt, wir waren mit dem Server verbunden. Wir wollen uns jetzt auf diese sensitive Datenbank verbinden und in die Tabelle User etwas reinschreiben. Hier seht ihr übrigens schon ein Statement. Das ist das Select All from Tabelle User Statement. Das heißt, wir holen uns alle Daten und wir sehen, es sind keine da. Das wollen wir jetzt ändern und zwar über PHP. Zum Beispiel, wenn sich jemand einloggt oder nicht einloggt, sondern registriert. Dann wollen wir natürlich diesen User in unsere Datenbank eintragen. Und wenn ihr euch fragt, wie das funktioniert mit der E-Mail-Verifikation, dann ist es einfach ein neuer boolscher Wert in eurer Datenbank drin. Und wenn die E-Mail registriert wird, dann wird dieser Wert einfach auf True gesetzt und schon ist der User ein vollwertiger User und davor hat er halt nur bestimmte Rechte. Okay, wir wollen jetzt aber einfach nur einen User reinschreiben in die Datenbank. Das geht ganz einfach. Und zwar sagen wir hier, wir wollen auch noch den Datenbanknamen reinschreiben. Das machen wir, indem wir hier eine neue Variable anlegen. Die heißt so wie unsere Datenbank, also hier sensitive Daten. Ich hätte einen anderen Namen wählen sollen, weil der echt lang ist, aber ich kann ihn ja einfach kopieren. Okay, sehr schön. Sensitive Daten ist unsere Datenbank und jetzt wollen wir hier natürlich wie immer dieses Connection Statement machen. Übrigens, wir können das Connection Statement auch noch ein bisschen verändern. Falls ihr damit Probleme habt, dann könnt ihr ein anderes Statement benutzen und zwar hier statt New MySQL I könnt ihr MySQL-I-Connect benutzen. Das ist einfach eine Funktion, das ist kein Objekt, also es ist nicht mehr objektorientiert, sondern nur noch eine Funktion. Der Rest funktioniert genau gleich. Wichtig ist am Ende noch vielleicht die Verbindung wieder zu schließen. MySQL-I-Close. Aber das ist komplett gleichwertig zu dem, was wir bisher gemacht haben mit dem objektorientierten. Nur, dass wir jetzt halt hier diesen Pfeil nicht hatten. Okay, ich mache das einfach nochmal zurück und wir benutzen wieder das objektorientierte. Das ist irgendwie zukunftsträchtiger, weil objektorientiert einfach geil ist. Okay, sehr gut. Hier sagen wir jetzt also nicht MySQL oder Connection.close, sondern wir sagen hier einfach $con und Pfeil wieder close. Was dieser Pfeil, wie gesagt, zu tun hat, das hat alles mit Objektorientierung zu tun. Das kommt alles noch, ist aber nicht so wichtig. Okay, merkt euch einfach, der Pfeil ist wichtig. Gut, so, jetzt haben wir hier den Datenbanknamen sensitive Daten. Und diese sensitiven Daten, auf die müssen wir uns jetzt noch irgendwie verbinden. Naja gut, richtig verbinden müssen wir uns nicht, weil wir haben uns hier eigentlich schon verbunden. Und wenn wir hier ankommen, dann wissen wir, alles hat so funktioniert, wie wir es wollten. Das heißt, wir können das hier wegmachen und können hier jetzt SQL reinhauen, wie wir gerade Bock haben. Okay, das heißt, wir sagen, wir wollen ein SQL-Statement haben und das machen wir jetzt hier einfach als String, als ganz normalen String. So, und jetzt haben wir hier zum Beispiel die Methode insert, insert ist ein MySQL-Statement, deswegen wird es hier so schön komisch bunt gemacht, solche, was auch immer für eine Farbe das ist. Insert into, achso, halt mal, hier oben muss natürlich noch die Datenbank rein jetzt, dass wir auch direkt auf der Datenbank landen und nicht auf irgendwas anderem, also DB hier rein. Und hier können wir jetzt dann direkt das SQL ausführen, insert into, so, hier kommt jetzt der Tabellenname rein. Ihr kennt hoffentlich die SQL-Statements noch. Der Tabellenname war der folgende User. Also insert into user, ohne irgendwelche Anführungsstriche oder sonst irgendwas. Und achtet auf Groß- und Kleinschreibung, ist auch wichtig. Und jetzt müssen wir hier noch angeben, welche Werte wir gerne haben. Nämlich, wo ist denn unsere Tabelle hin? Die Struktur der Tabelle, hier. ID, ja gut, ID wird automatisch gesetzt. Name, Passwort. Das heißt, wir wollen Name und Passwort setzen. Name, Passwort. So. Also die beiden Variablen wollen wir setzen. Das heißt, Values. Jetzt kommen die Werte, die wir setzen wollen, für die Leute, die es nicht mehr im Kopf haben. Und hier kommt jetzt rein zum Beispiel Bruce Wayne ist der Name. Und dann kommt noch das Passwort. I like Bats. Okay. So, jetzt haben wir das Ganze in einem String gespeichert. Das, ihr seht, das ist eigentlich nichts anderes als eine Zeichenkette. Also einfach ein ganz normaler String. Da haben wir nicht irgendwas Besonderes gemacht.
Sondern wir haben das Ganze einfach nur gespeichert. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch ausführen, damit es auch wirklich was getan hat. Und das machen wir jetzt hier. Wir sagen wieder if, ach so, ich habe mal wieder vergessen, das Ganze größer zu machen, tut mir leid. If, und wenn es jetzt funktioniert hat, dann wollen wir natürlich, dass alles gut ist. Und falls nicht, wollen wir einen Fehler ausgeben. Das heißt, wir sagen if $con, also die Connection. So, die Connection führt jetzt eine Anfrage durch. Also eine Anfrage, und zwar was für eine Anfrage? Naja, die Anfrage, die wir gerade in unserer SQL, in unseren SQL-String reingespeichert haben. Und das, wenn das hier gleich true ist, und zwar wirklich eindeutig true, das ist deswegen die 3 ist gleich, das habe ich euch auch schon erklärt, was das bedeutet, dann wollen wir ausgeben, Echo, du bist erfolgreich registriert worden. Punkt. So, und falls nicht, else, du bist ein Lappen. Probier es nochmal oder sowas. Punkt. Und jetzt können wir hier noch die Fehlermeldung ausgeben. Zum Beispiel das SQL-Statement. Wobei das SQL-Statement kann natürlich gewisse Probleme mit sich führen, wenn da das Passwort im Klartext drin steht. Deswegen würde ich das lieber nicht ausgeben. Aber wir können ja einfach mal den Connection-Error ausgeben. Also con und dann Error. Das heißt, der Fehler, der gerade passiert ist. Okay, so, und jetzt haben wir sozusagen alles, was wir brauchen. Das hier verbindet uns mit der Datenbank, dann ab SQL, das hier ist unser Statement, hier wird es ausgeführt und überprüft, ob es richtig oder ob es gut ist, und hier wird was ausgegeben, wenn es erfolgreich war, hier wird was ausgegeben, wenn es nicht erfolgreich war, und hier schließen wir die Datenbankverbindung. Okay, schön, jetzt führen wir das Ganze einfach mal aus. Schauen wir uns das mal an, und du bist erfolgreich registriert worden. Jetzt, was ist passiert? In unserer, also hier sieht man überhaupt nichts, aber in unserer Datenbank kann man jetzt sehen, dass, hier ist er, dass der Benutzer, ich mache mal ein bisschen größer hier, dass hier der Benutzer Bruce Wayne und ID 1 drin stehen hat. Und ja, als Passwort hat er I like bats. Wie gesagt, das hier würde ich nicht im Klartext speichern, das machen nur die Noobs so. Und deswegen machen wir dann noch demnächst was. Ich zeige euch da eine Funktion, die nennt sich, weiß noch nicht genau, welche wir benutzen werden, irgendwas mit char. Und ja, so speichert man irgendwelche Werte rein. Wie man Werte wieder zurückkriegt, genau gleich. Nur, dass wir hier jetzt eben ein anderes SQL-Statement haben werden und dann, ja, im Prinzip genau dasselbe machen. Ich glaube, das zeige ich euch noch kurz, weil wir müssen ja auch wissen, wie wir die Daten speichern können. Deswegen ändern wir das Statement hier einfach mal ganz kurz in etwas, was wir auswählen. Das heißt, wir sagen select, was wollen wir denn haben? Die ID, und eigentlich wollen wir alles haben. Wir wollen alles haben, select all from, und die Datenbank heißt immer noch user. So, select all from user, das ist unser SQL-Statement. Jetzt wollen wir das hier nicht mehr nur überprüfen, sondern wir wollen auch überprüfen, oder wir wollen die Daten auch speichern. Und ja, wir sagen jetzt hier einfach mal Dollar habe ich gesagt, res für result oder red für return, keine Ahnung, sucht euch aus, $con, und dann die Query mal wieder ausgeführt, SQL, und dann sagen wir hier drin, wenn das result, also unser Ergebnis hier, wenn die Anzahl an Zeilen, also die Anzahl an Leuten, die wir hier bekommen haben, wenn diese Anzahl größer ist als, naja, als was, also number of rows, also die Anzahl an Zeilen, wenn die größer ist als, naja, wir wollen mindestens einen User drin haben, wenn wir keinen haben, dann war es ein Fehler offensichtlich, beziehungsweise wir haben niemanden in der Datenbank, dann wäre es auch bescheuert, aber wenn die größer war als 0, dann hat es funktioniert, und dann können wir das Ganze auch ausgeben, und zwar sagen wir dann nicht nur Echo, du bist registriert worden, sondern wir sagen zum Beispiel, die ID war folgendes, ups, ID war Doppelpunkt vielleicht, die, ja, und jetzt haben wir hier ein Problem, wir können ja nicht alle, also nehmen wir mal an, wir haben jetzt 1000 Leute drinstehen, dann können wir die nicht alle auf einmal ausgeben, deswegen müssen wir das Ganze durch eine While-Schleife durchjagen, und da sagen wir dann, okay, while, solange wir eben neue Leute finden, sagen wir Dollar, und jetzt erstellen wir uns quasi eine neue Laufvariable, also zum Beispiel Dollar i für i, Laufvariable, ihr kennt es ja, $i gleich
Dollar Res, also unser Ergebnis. Und jetzt wollen wir die nächste Zeile, die wir gerade so finden, also Fetch, Bodenstrich, Asoc für assoziatives Array. Wir wollen das Ganze als assoziatives Array zurückbekommen. Solange wir da ein Ergebnis finden, also irgendjemand, der sich in unserer Datenbank drin befindet, solange wollen wir Sachen ausgeben. Und jetzt sagen wir hier einfach Dollar i, also unsere Laufvariable. Und naja, was wollen wir ausgeben? Wir wollen die ID ausgeben als erstes Mal. Denn ansonsten wäre es ein bisschen langweilig. ID. Dann wollen wir als nächstes den Namen ausgeben. Und das Passwort wollen wir natürlich nicht ausgeben, denn das ist ja ein bisschen sensitiv. Sagen wir hier Dollar Row. Also wir machen das jetzt gerade für jeden Benutzer. Also seid da vorsichtig, was ihr auf eurer Webseite implementiert. Ihr wollt wahrscheinlich nicht, dass jeder Benutzer plötzlich jeden Benutzer findet. Deswegen vorsichtig sein mit euren Statements hier. Normalerweise wollt ihr nur wirklich das, was der Benutzer hier eingegeben hat, fetchen und dann schauen, ob das wirklich auch vorhanden ist. Genau. Und hier sagen wir, okay, wir wollen jetzt den Namen holen. Name. So, und dann haben wir eigentlich schon alles, was wir hier brauchen. Speichern das Ganze und führen es mal aus. Schauen uns an, was dabei rauskommt. So, und jetzt haben wir hier eine undefined variable row, weil ich mal wieder mein Skript abgetippt habe. Und da heißt das Ganze Row, aber ihr kennt es als i, deswegen habe ich normalerweise ein i benutzt. Oder habe ich gerade ein i benutzt. So, und jetzt haben wir hier ID, ist die erste, also die 1, das ist das hier. Wir haben also diese 1 hier gelesen aus der Datenbank. Und Bruce Wayne ist der Name, der steht hier drin und das Passwort haben wir nicht ausgegeben. Ihr könnt natürlich auch noch das Passwort ausgeben, ist kein Problem. Ja, so funktioniert das, so könnt ihr SQL-Statements ausgeben, beziehungsweise erstmal ausführen und dann irgendwas machen damit, beziehungsweise auch dann euch die Variablen aus der Datenbank holen und bei euch zwischenspeichern und alle ausgeben. Okay, sehr gut. So funktioniert das Ganze und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr kennt hoffentlich die SQL-Statements alle schön und falls nicht, schaut euch meine Videos zu SQL an. Ich sag's jetzt zum 100.000. Mal. Ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.